Russisches Kriegsschiff, wir Stern euch. 13 Grenzwächter bei Verteidigung der Schlangeninsel getötet. Russische Truppen haben am Donnerstagabend die strategisch wichtige Schlangeninsel im Schwarzen Meer übernommen. Dabei sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Eine Landungsstelle auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer, Archivbild, 2009. Imago. Die Gefechte sollen fast den ganzen Tag gedauert haben, schließlich hätten russische Streitkräfte aber die Kontrolle über die Schlangeninsel im Schwarzen Meer gewonnen, erklärte die ukrainische Regierung am Donnerstagabend. Die 13 auf der Insel stationierten Grenzschutzbeamten seien dabei getötet worden, hieß es aus Kiew. Unabhängig überprüft werden können die Meldungen der ukrainischen Regierung jedoch nicht. Bei der Verteidigung der strategisch wichtig gelegenen Insel soll es zu dramatischen Szenen gekommen sein, die Beamten hätten die 42 Hektar große Insel heroisch verteidigt, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Verschiedene Medien veröffentlichten danach zwei Videos von der Insel. Ein erstes Video zeigt die Insel direkt vor dem Angriff, ein Soldat filmt sich selbst, als laute Explosionen im Hintergrund zu hören sind. Ein zweites Video zeigt den mitgeschnittenen Funkverkehr zwischen den Verteidigern und einem russischen Kriegsschiff, welches sich der Insel genähert hatte. Über Funk forderten die russischen Soldaten die Beamten auf, die Waffen niederzulegen, sich zu ergeben und so unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Dies ist ein russisches Kriegsschiff. Ich schlage vor, dass sie ihre Waffen niederlegen und sich ergeben. Sonst eröffne ich das Feuer auf sie. Langer Beschuss der Russen. Nach Empfang der Nachricht diskutierten die ukrainischen Verteidiger das weitere Vorgehen, drehten die Lautstärke des Funkgeräts auf und antworteten: Russian Warship, Hof Stern Stern Ka Yourself. Übersetzt werden könnte die Nachricht mit: Russisches Kriegsschiff, wir Stern 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 euch. Danach hätten russische Kriegsschiffe die Insel umstellt und diese mit schwerer Schiffsartillerie unter Feuer genommen, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Während Stunden hätten sich die 13 Grenzschutzbeamten gegen die feindliche Übermacht zur Wehr gesetzt. Am späten Donnerstagabend sei dann der Funkkontakt abgebrochen. Last words for some incredibly brave Ukrainians CRYZZGRQTB, Ian Bremmer, Februar 25, 2022. Nach dem Beschuss durch Kriegsschiffe sollen die 13 Grenzbeamten bei Luftangriffen russischer Marineflieger getötet worden sein. Am Donnerstagabend ehrte der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, in einer TV-Ansprache die gefallenen Beamten und lobte ihren Mut und ihre Aufopferung zur Verteidigung des Landes. Auf der Insel, die wir bis zum Schluss verteidigten, starben alle Grenzsoldaten heldenhaft. Aber sie haben nicht aufgegeben. Möge das Andenken an diejenigen, die ihr Leben für die Ukraine gegeben haben, ewig leben. Strategisch wichtige Lage im Schwarzen Meer. Die Regierung erklärte, dass alle 13 getöteten Grenzschutzbeamten postum mit dem Titel Held der Ukraine ausgezeichnet werden sollen, der höchsten Auszeichnung des Landes. Die Berichte der ukrainischen Regierung über den angeblichen Heldenmut der Grenzwächter können derzeit nicht unabhängig verifiziert werden. Strategisch ist die Schlangeninsel für die ukrainischen Interessen im Schwarzen Meer zentral. Sie ist eine der wenigen Inseln in ukrainischem Besitz. Sie ist vor allem für die Kontrolle im Schwarzen Meer strategisch wichtig. Wer die Insel kontrolliert, kann Schiffsritten kontrollieren. Für die Ukraine ist der Verlust des Territoriums kritisch. Nun sitzen russische Soldaten nur auf der östlichen Seite der Bucht von Odessa, sondern auch auf der westlichen. Die freie Zufahrt zu ukrainischen Häfen ist noch stärker den Launen Russlands ausgeliefert, als sie es jetzt schon waren. Russland könnte die Ukraine noch einfacher von den internationalen Märkten abschneiden.